Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-it-yourself-Video. Naja, der ein oder andere weiß ja, dass unser Wohnmobil von 2007 ist. Oktober 2007, genau. Und ja, früher oder später erwischt es uns alle. Mein Heki ist undicht. Hatten wir in Frankreich. Zeige ich das mal eben. Wie ist das hier? Das ist schon in Frankreich angefangen. Mal zwei, drei Tröpfchen, auch mal zwei, drei mehr. Egal. Ich werde jetzt mal das Dach ausbauen und habe mir schon ein bisschen was vorbereitet. Bisschen Werkzeug, Kartusche. Ja, wird man vielleicht so brauchen, Löppchen. Und werde jetzt als erstes erstmal das wieder abbauen. Hatten wir ja schon mal. Und dann hoffe ich, dass die Dichtungsmasse die richtige ist, die sie damals verbaut haben. Das ist aber elastisch, ne? So, ich benutze dafür Dekasil von Dekalin 8936. Altbewährt. Dann starten wir jetzt mal. Das Wetter ist super. Ich will das ja noch ausnutzen. Heute ist Samstag, heute soll ja super Wetter sein und bleiben. In der Hoffnung, dass ich, wenn ich das da raus habe, nicht nass ist. So, wir fangen an. So, zuerst müssen wir hier diese Abdeckkappen rausmachen, schön vorsichtig. So, dann die Schräubchen raus. Die Kurbel ab. Und jetzt sollte es abgehen. Ah ja, fast, ne? Da ist auch noch einer. So, da ist auch noch einer. Ja, muss auch alle rausmachen, du Pfeife. Und wenn alle raus sind, dann geht das auch. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Da, ne? Da auch. Da auch so ein bisschen. Ja, guck mal hier. Okay. Da ist ordentlich was drin. Gut, jetzt müssen die hier raus. Und dann von oben den Kleber schnippern. Also wenn du hier so eine Schraube hier hast, löst du die einfach. Na komm schon. Und dann kannst du den so rausziehen. Ne? Damit wird das Dach hier von innen festgehalten. So, jetzt werde ich mal mit dem Spachtel und dem Cuttermesser versuchen, die Dichtung, die gummielastische Dichtung zu zerschneiden und so leicht anhebeln. Mal gucken. Sollte gut funktionieren eigentlich.
Ja, genau. Mahlzeit. So, dann vorsichtig mal mit dem. War schon ganz drin. Oder fast. Vorsichtig anlupfen. Und da ist er doch schon. Schön langsam. Und dann hat er auch irgendwann verloren. Handschuhe nicht vergessen. So, und ich glaube, ich habe schon mal einen Übeltäter. Hier ist die Dichtung gerissen. Da oben. Und dann lief das da rein. Hier ist auch nicht mehr so wirklich viel Dichtung. Und das ist auch genau die Ecke, wo es reinlief. Ja, perfekt. Ich hole es jetzt mal runter. Geiler Trick. Geiler Scheiß. Danke, Gogo Frau Camper. Habe ich mir abgeguckt von dir. Entschuldigung, benutze die auch mal jetzt. Aber geht wirklich sehr gut. Ja, top. So, soweit, so gut sauber gemacht. Da waren auch so Dichtungen drin, die lasse ich weg. Ich mache da ordentlich von diesem Dekasil rein. Und dann hat sich das. Ne? Hier und da, die ganze Fläche hier voll. Ja, und dann muss halt passen. So, hier oben habe ich auch sauber gemacht. Soweit es ging. Jo. Dann spritzen wir es mal ein und setzen es ein, das Dach. Hier ist natürlich noch alles so ein bisschen nass. Sieht man auch. Aber den Wetter kann halt auch schön trocknen. Ja. Mal gucken. Ja, schauen, ne? Zwei Würstchen nebeneinander geballert.
So. Lieber zu viel als zu wenig, ist klar. Ich muss jetzt nach oben vorsichtig auflegen. So, wichtig ist jetzt, dass hier alles schön rausquillt. Jawohl. Jawohl. Ich ziehe das jetzt mal von unten an. Jetzt machen wir hier die Dinger wieder rein, überall, ne? Immer schön, ein bisschen überkreuzt vielleicht. Nicht so fest am Anfang, nur so ein bisschen. So, und die ziehe ich jetzt gleich nochmal mit der Hand ein bisschen an. Da gibt es auch ein Drehmoment für. Ganz minimal, weiß ich nicht, 2 Newtonmeter oder sowas. Aber habe ich nicht. Mache ich mit der Hand. So, zeige ich euch das einmal. Ja, kann man das sehen? Da ist auch ein bisschen weniger, aber es kommt raus. So, hier hinten auch. Ich würde sagen, voller Erfolg. Ich lasse das jetzt aber nochmal abtrocknen. Da ist dann doch noch ein bisschen sehr feucht. Heute ist noch schön Wetter. Da kann man das noch schön machen. Ja. Alles in allem, ich glaube, habe ich jetzt 3 Stunden gebraucht. Sauber machen dauert am längsten. Gut, also, habt ihr gesehen, ist nichts Dramatisches dabei. Kann man gut machen, kann man auch gut selber machen. Muss man nicht unbedingt viel Geld für ausgeben. Wichtig ist, dass ihr das richtige Dekasil hier nehmt. Dauerelastisch, da gibt es auch nochmal in Schwarz, das gleiche. Ich habe es jetzt mal in Grau genommen. Darauf achten, dass er noch nicht verfallen ist, vom Datum her. Und ja, schön dick drauf machen. Also richtig schön aus den Kanten raus drückt. Oh Mann, ich kriege gerade eine Erkältung. Und ich habe jetzt gebraucht 1,5 von diesen 310 Milliliter Tum. Wie gesagt, lieber eine mehr als zu wenig, aber das sieht ja schon ganz gut aus. So, das passt mir soweit. Ne? Vielleicht nochmal so eine halbe Stunde nochmal nachziehen, aber das sollte jetzt schon so gut passen. Jo, jetzt kann nichts mehr passieren, es kann ruhig regnen, es ist mir egal. Und morgen, wenn das alles abgetrocknet ist, mache ich dann das Fliegengitter wieder dran. Ne? Okay, so. Entweder bis später oder bis gleich.
Natürlich hat es wieder ein paar Tage länger gedauert, ist ja klar. Irgendwas kommt ja immer dazwischen. Auf jeden Fall ist das jetzt hier alles trocken. Das ist wunderbar. Dicht ist es auch noch, hat ein paar Tage lang geregnet. Also, voller Erfolg erstmal bis dahin. Jetzt müssen wir den Rahmen wieder einsetzen. Ja, und da gilt natürlich das Prinzip, Einbau ist Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Deswegen anhalten, Schrauben rein, Kurbel rein, und dann fertig. Ich platziere euch mal dahin, damit ihr da was seht, ne, so. So, bei der Gelegenheit kann man den Rahmen auch sehr schön sauber machen. So sieht das aus. Jetzt bräuchte man natürlich noch eine zweite Hand. Das wäre natürlich. Muss nur zu helfen wissen, ne? So könnte das gehen. So geht das. So, da ist eine etwas längere dabei. Die kommt am Kurbel. So, Schraube rein, fertig werden. Und siehe da, es öffnet sich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt noch diese Abdeckung hier reinmachen. Die sind nur geklipst und sollten auch alle gleich lang sein. Die braucht ihr euch nicht markieren. Da sind so kleine Häkchen dran. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die nach Möglichkeit nicht abbrechen. Alles schön in Ruhe, mit Gefühl. Und dann ist das auch schon. Quasi erledigt. So. Das war's. Fertig. Mal gucken, ob man überhaupt was sehen kann. So, ne? Ja. Könnt ihr euch vorstellen. Das ist alles kein Hexenwerk, wie gesagt. Das kann man gut selber machen. Und ja, wer einigermaßen handwerkliches Geschick hat, der ist gut dabei. So, ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Und so funktioniert es auch. Dicht ist es, sieht wieder gut aus, gesäubert, alles easy. Hat euch irgendwas aus diesem Video mitgenommen? Hat euch das gefallen? Würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren nicht vergessen, wäre auch ganz toll. Davon leben wir YouTuber. Vielen Dank erstmal an alle, die da neu zugekommen sind. Glück auf, herzlich willkommen. Und ja, ansonsten war's das für mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt sauer, macht's gut. Ciao.